Trotz Hitze und Schweiß, hier nun eine neue UV-Videowochenschau für euch. Unter anderem mit dieser Meldung. Jakob aus Visbeck lächelt für Brand Zwieback. Der 5-Jährige möchte es nämlich mit seinem Gesicht auf die Kultverpackung schaffen. Insgesamt gab es 6.000 Bewerber und Jakob ist einer von den letzten 15, die von einer Jury ausgewählt wurden. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Das Voting geht nun bis Ende Juli. 7 Kinder erhalten einen Platz. Bei der Kommunalwahl tritt die AfD nicht überall im Landkreis Vechta an. Vor allem bei den Stadt- und Gemeinderatswahlen ist das personelle Aufgebot eher dünn besetzt. Waldemar Herd, hier auf dem Foto, will für den Gemeinderat in Neunkirchenförden einziehen. Für den Kreistag kandidieren insgesamt 9 AfD-Bewerber. Weitere Infos zu diesen beiden Themen, ihr ahnt es vielleicht schon, gibt es am Freitag in der UV. Die Urlaubsplanung ist fast abgeschlossen. Eins fehlt noch, die UV muss noch mit. Und wie das funktioniert im Urlaub und wie das ganz bequem möglich ist, auch im Urlaub, das zeige ich euch jetzt. Wählt einfach auf www.uv-digital.de unseren Reiseservice aus, dort den Zeitraum des Urlaubs angeben und schon geht's los. Euren Zugang schalten wir sofort frei und die UV kommt mit in den Urlaub. Von Samstag bis Montag findet das Dinklager Schützenfest statt. Los geht es am Samstag um 13.30 Uhr mit dem Festumzug der Kinderschützen. Start ist am Rathaus und dann geht es rüber zum Schützenplatz. Das komplette Programm findet ihr in der UV oder auch auf der Homepage vom Schützenverein Dinklage. Und der HGV Visbeck veranstaltet einen Sommermarkt. Dazu gibt es am Sonntag einen verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Weitere Infos zu diesen Themen findet ihr dann am Montag in der UV.